Hey Leute und willkommen zurück bei der Curious Expedition und zwar bei der vierten Expedition mit Charles Darwin. Es würde zum Beispiel entweder in die wundersamen Trockenwälder gehen nach Australien, dann hier rüber die gottverlassenen Dschungel der Wassertempel. Ach, das sehe ich jetzt erst. Da unten eine goldene Pyramide befindet sich in dieser Region. Also steht das immer da oder sind das dann unten drunter nur noch Hinweise, wo ich eventuell langlaufen müsste, um die zu finden? Oder sind das allgemeine Felder, die ich in der Region vorfinde? Oder ist das wirklich dort, wo sich ungefähr die aufhält, die Pyramide? Lasst uns mal in den gottverlassenen Dschungel der Wassertempel gehen oder fahren. Jo, starten wir. Wir haben noch ein bisschen Geld. Das mit dem Ehemann hat leider nicht geklappt. Stimmt, ich erinnere mich. Verdammt. Mit frischer, salziger Luft in meinen Lungen fand ich mich am Hafen wieder. Die Crew musste noch einige Vorbereitungen treffen, also versuchte ich, so gut wie möglich zu helfen. Die Frau, die mich gebeten hatte, ihren verschollenen Ehemann zu suchen, wartete am Dock auf uns. Ich hätte ihr zu gerne die Neuigkeiten überbracht, doch es sollte nicht sein. Sie vergoss nicht eine Träne, als ich ihr berichtete, was vorgefallen war und dass wir nicht in der Lage gewesen waren, unsere Versprechen zu erfüllen und ihren geliebten Gatten heimzubringen. Mit stoischem Blick schüttelte sie meine Hand, bevor sie in der Menge verschwand. Scheiße, ich sollte die Aufgaben vielleicht nicht annehmen, ne? Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Oder ich. Ein Liebhaber seltener Gegenstände grüßte mich freundlich an jenem Morgen. Er verstand sich als Sammler und versprach mir, mich für jedes Instrument, das ich ihm bringen konnte, reich zu entlohnen. Ich lehne es direkt mal ab, weil ich es wahrscheinlich eh nicht gebacken kriege. Ich lehnte sein Angebot ab. Von derlei Nebensächlichkeiten würde ich mich nicht von meiner Expedition ablenken lassen. Mein Ansehen war noch recht gering, doch bereits jetzt sah ich, dass eine wachsende Gruppe von Menschen sich um unser Schiff versammelte. Wen wollte ich rekrutieren? Eine Missionarsschwester? Sergeant Jakob? Nö, wir sind voll bepackt, ich lasse das dabei. Nein, danke. Gerade rechtzeitig war unser Schiff bereit, in See zu stechen. Ausrüstung kaufen. So, da würde ich gern... Oh, hier, Whisky, was kostet denn der? 10 kostet der bloß? Ey, dann nehme ich mal ein bisschen was mit zum Handeln. Der Windows-Sound war gerade bei mir. Ich nehme auch mal ein paar Macheten. Können wir ruhig mal mitnehmen, die kosten bloß 2. Ich nehme auch mal ein paar Schaufeln mit. Eventuell mal 2 Fackeln, 23 Seile. Sind die dafür da, um Berge hochzuklettern oder zu überklettern? Und Teleskop, extra Kartenpunkte plus 30%. Dynamit. Dynamit haben wir sogar. Damit könnten wir vielleicht auch handeln. Also Whisky ist immer sehr, sehr gut. Ich packe jetzt mal einiges an Whisky noch ein, weil wir damit dann vor Ort sehr gut handeln können. Okay, hier Aufrüstung. Ach so, das, ja, okay, hatten wir schon mal, da habe ich jetzt wieder kein Geld. Das hätte ich vorher mal nachgucken sollen. Okay, wenn die Expedition gut läuft, dann vielleicht bei der nächsten. Okay, Segel setzen und auf in unbekannte Gefilde zur Expedition Nummer 4. Tag 1. Ich war bereit, beim nächsten Seemannslied von Bord zu springen, als einer der Matrosen mit einem Mal Land Ahoi rief. Die fremde Landschaft wartete nur darauf, erkundet zu werden. Jo, dann fangen wir doch mal an. Ach du Heilige. Das sind jetzt schon 6 Felder. Das wird immer mehr, ne? Um Gottes Willen. So, ich gehe jetzt mal hier auf das Grasland. Dort sieht's für mich so aus, als ob hier halt was rumliegt. Ich nehme hier mal so eine Schaufel. Auch nach Stunden der Arbeit hatten unsere Bemühungen nichts zutage gefördert. Okay, schade. Hier ist so ein großer Baum, riesiger Baum. Lasst uns erstmal weiter ins Landesinnere vordringen. Was haben wir denn da? Eine Steinstatue. Na, dann wollen wir doch mal.
Tag 10. Ich betrachtete die eigenartige, von Menschenhand geschaffene, aus Granit gefertigte Statue. Ihre kalten Augen schienen direkt auf uns gerichtet zu sein. Wir fühlten uns in ihrer Anwesenheit unwohl und wir beschlossen, möglichst bald weiterzureisen. Ich sah ein paar Gegenstände am Fuße der Statue. Sie mussten von den Bewohnern eines nahegelegenen Dorfes abgelegt worden sein. Es schien sich um Opfergaben zu handeln. Gut, ich nehme nichts mit. Oh, was sind das hier drüben? Inaktiver Geysir. Och. Ach so, hier kann ich jetzt auch nicht buddeln. Ich weiß nicht genau, wo ich die Schaufeln einsetzen soll. Tag 14, auch nichts gefunden. Wir haben halt auch keinen Proviant dabei. Reisen wir mal hier runter. Ah, da wäre ein Fragezeichen. Ach, ich gehe kaputt. Dann hätten wir die goldene Pyramide sehr, sehr schnell gefunden. Das würde etliches an Ruhm bringen. Allerdings, wir haben jetzt nichts dabei, um irgendwie Geld zu machen oder so. Deswegen nehme ich die mal noch nicht mit. Wir gehen erstmal noch hier rüber. Erkunden lieber mal hier noch ein bisschen. Können ja noch mal zurück zum Schiff und dort noch mal schlafen legen, meinetwegen. Und dann wissen wir immerhin schon mal, wo die ist. Was ist das hier? Berge erkunden. Tag 30. Wir erreichen einen Felsüberhang. Er würde uns als Schutz gegen die Elemente dienen. Ach, okay, super, dann übernachten wir hier. Plus Hörverlust. Tag 30. Wir entschieden, dass es eine gute Idee wäre, einen Moment zu verweilen, um allen einen Moment der Ruhe zu geben. Es herrschte eine angespannte Stimmung, als wir am Lagerfeuer saßen. Ich brauchte nur einen Moment, um zu verstehen, warum mich Henry Keys mitten in der Nacht panisch aus dem Schlaf riss. Eine Fliege hat sich tief in sein Ohr gebohrt. Er wurde vor Schmerz ohnmächtig, während ich die Kreatur mit einer Pinzette entfernte. Im Anschluss merkte ich, dass er nicht mehr so gut hören konnte. Er war gar nicht glücklich darüber, aber ich hoffte, der Schaden wäre nur temporär. Gut, dann ruhen wir uns mal ein bisschen aus. 3, 4 Tage, 5 Tage, 5 Tage. Das ist ja ganz gut, ne? Tag 35, wir machten uns für die Abreise bereit. Zum Glück hatte sich das Gleichgewicht der Felsen über unseren Köpfen während unserer Rast nicht verschoben und uns alle im Schlaf erschlagen. Dann mal ab. Warte mal. Gehe ich lieber da oben lang, bevor ich hier unten durchs Wasser renne. Ach so, ich habe keine Macheten mehr dabei. Okay. Ach so. Das ist ja mies. Ich kann jetzt gar nichts mit dem Baum anfangen. Ich weiß nicht, ob ich den hätte wegsprengen können. Gut, dann müssen wir hier nochmal übernachten. Ich meine, wir können auch schon zurück, ne? Durch die goldene Pyramide. Wie viele Tage bräuchten wir? 26 bis rüber. Gut, hätten wir die vorhin auch schon mitnehmen können. Ich erkunde die jetzt einfach mal. Fertig. Die goldene Pyramide thronte über uns und der umgebenden Landschaft. Alle Hindernissen zum Trotz hatten wir überlebt. Tag 61. Wir hätten schon viel früher haben können. Wir können ja nochmal verlassen. Ich betrete die jetzt einfach mal. Das müsste eine Menge Rufpunkte geben. Nach all meinen Mühen überkam ich eine Welle der Euphorie. Ich wusste, dass der Name Charles Darwin der Welt für immer in Erinnerung bleiben würde. So, naja, immerhin. Oh, da hätten wir noch viel mehr rausholen können. Achso, wir waren Erster, deswegen. Ah, okay. Na gut. Dann gehen wir heute direkt noch eine nächste Expedition an. Das war jetzt, ja, ging sehr schnell, aber leider überhaupt nichts gefunden. Antrieb reduziert die Basiskosten an geistiger Gesundheit beim Reisen. Oh, das ist nicht schlecht. -25%. Zusätzlicher Schaden beim Benutzen einer Pistole. Okkulte Vision offenbart die Position aller Steinkreise auf der Karte und erhöht den Aufdeckungsradius bei der Benutzung. Nö, ich nehme das mit den Reisekosten.
Oha. Ach hier, die Schmetterlingssammlung haben wir immer noch. Die behalten wir weiterhin. Und weiter. So, Expedition Nummer 5. Ein endloser Dschungel. Humpa-Lumpa-Wüste. Na dann, ab dorthin. Mit frischer salziger Luft in meinen Lungen traf ich in großer Eile am Hafen ein. Wir hatten nur wenig Zeit, bevor die Reise beginnen sollte, also trank ich eine letzte Tasse Tee. Ein Wissenschaftler trat an jenem Morgen mit einer Bitte an mich heran. Er berichtete mir von einer geheimnisvollen Schatulle, die in dem Gebiet, das wir aufsuchen sollten, vergraben war. Er versprach uns eine satte Belohnung, sollten wir ihm die Schatulle überreichen können. Versuchen wir es mal. Wissenschaftskarte, immerhin. Er nickte mir dankbar zu und wünschte uns alles Gute. Bevor das Schiff ablegte, warnte er uns, die Schatulle nicht zu öffnen. Beim Ansehen war noch recht... Was? Achso, mein Ansehen war noch recht gering. Doch bereits jetzt sah ich, dass eine wachsende Gruppe von Menschen sich um unser Schiff versammelte. Wen sollte ich rekrutieren? Keinen sinnvoll. Gerade rechtzeitig war unser Schiff bereit, uns in weite Ferne zu tragen. Wir können nichts kaufen, deswegen Segel setzen und weiter geht's ab in die Wüste. Expedition Nummer 5, die vorletzte. So. Das sind wieder 6 Felder oder mehr? Nö, 6. Wahrscheinlich bei den höheren Schwierigkeitsgraden muss oder kann man dann noch mehr untersuchen, ne? So, genau. Tag 1. Es war ein verregneter Morgen in der Wüste, als wir endlich das Ufer unseres Expeditionsgebietes erreichten. Ich wusste, dass uns in diesem Land etwas ganz Besonderes erwarten würde. So, warte mal. Wasser nehmen wir gleich nochmal mit. Gut, wir fangen dann erstmal an. Ja, dann gehen wir direkt mal hier rüber. Reisekosten wurden ja jetzt... Oh, da oben. Aber der ist blau, der tut uns nichts, ne? Händler ansprechen. Tag 8. Eine Handelskarawane hatte hier ein Lager aufgeschlagen. Der farbenfroh gekleidete Händler hatte eine Reihe von wertvollen Waren im Angebot, die allesamt offensichtlich gebraucht waren und vermutlich von gescheiterten Expeditionen stammten. So, was hat er denn? Ein Schatzpendel? Eine Kristallkugel? Püppchen, Mondstein. Eine Voodoo-Puppe. Was bringt denn eigentlich so Dynamit? Ach so, das können wir eigentlich mal... Pass mal auf. Was ist das hier? Coca-Blätter? Ah, hier füllt geistige Gesundheit wieder auf. Ich verklopp mal das Dynamit. Dann nehme ich mal so ein paar Coca-Blätter und den Mondstein dafür mit. So, super. Wunderbar. So, dann gehen wir mal da runter. Ich müsste mir wahrscheinlich wirklich einfach mehr Zeit nehmen und hier versuchen, alles zu erkunden, ne? Ach, hier wieder so eine Mission. Tag 16. Wir gingen durch das Tor und wurden von einem alten Missionar begrüßt. Er schien glücklich zu sein, um uns zu sehen, da er länger, als es ihm lieb gewesen war, hier draußen gelebt hatte. Handeln. Oh, ein Verbandskasten. Noch eine Schatzkarte. Ein paar Fackeln. Nur wenn Tagebuch geschlossen ist. Na gut. Muss mal gucken, was ich mit der Schmetterlingssammlung machen kann. Es kostet mich die Schatzkarte. Ah. Gut, machen wir es mal. Machen wir es mal so. Ich brauche auch die Pistole eigentlich nicht, ne? So. Können wir direkt übernachten? Achso, ich muss jetzt mit ihm handeln. Oh, dieser Sack. Eine Spende will er haben. Die bringt halt übelst viel, ne? Wenn es hart auf hart kommt. Obwohl, warte mal, wir brauchen eigentlich noch nicht zu übernachten. Wir reichten ihm die Hand zum Abschied und er versprach für uns zu beten und dann war es auch schon Zeit für neue Abenteuer. Genau. Da unten sind
Berge, dann lass uns doch mal darüber gehen zum nächsten Fragezeichen. Da können wir wahrscheinlich die Fackel gebrauchen. Zack, Höhle erkunden. Ja. Tag 25, wir näherten uns einer Höhle. Ihr felsiger Schlund führte ins ungewisse Dunkel. Wir benötigten eine Fackel, um sicher voranschreiten zu können. Wir entzündeten eine Fackel und stiegen in die Dunkelheit hinab. Wir erreichten eine kleine Kammer, in der die Überreste einer gescheiterten Expedition verstreut lagen. Die wenigen sterblichen Überreste waren längst verfault. Wir waren erfreut zu sehen, dass eine der Leichen noch ein wenig brauchbare Ausrüstung in den Armen hielt. Och, Metallwürfel? Den nehmen wir mal mit. Und ein paar Seile. Super. Pass mal auf, und jetzt mache ich mal was. Ich gehe jetzt mal ganz frech zurück zu unserem Schiff. Oh, wir haben kein Wasser mehr. Da ist noch ein Fragezeichen aufgetaucht. Jetzt geht es wahrscheinlich ein bisschen langsamer voran, weil wir kein Wasser mehr haben. So, und hier könnte ich doch jetzt auf den Lagerraum zugreifen und hier Sachen verstauen, oder? Ja, genau. Cool. Ich glaube, so hätte ich das öfter mal machen müssen, immer mal zurück zum Schiff zu kehren. Ich wies die Gruppe, Tag 43, ich wies die Gruppe an, einzuhalten, um uns eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Es war eine bezaubernde Nacht und alle Expeditionsmitglieder schienen sich zu entspannen. Tim Timster wollte alleine mit mir sprechen. Er warnte mich, vorsichtig zu sein. Es geht Gefahr vom Treck aus. Henry Keyes sei gewalttätig und er hätte verstörende Dinge über mich gesagt. Das war mir alles nicht neu. Henry Keyes und ich wollten uns schon lange gegenseitig an die Kehle gehen. Ausruhen. So, bis auf 85. Nach Tagen der Ruhe genossen wir noch immer den Luxus des Schiffs. Dennoch konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass der Kapitän darauf wartete, dass wir das Schiff verließen. Jo, dann... Lass uns doch mal da hochgehen. Ach ja, genau. Was? Neue Ruine entdeckt? Wo? Die hier oben, oder was? Neue Ruine? Da? Berge? Ach hier, mit den Schmetterlingen. Da wird mir dann unten, werden mir dann zwei Schmetterlinge angezeigt, aber... Nur wenn Tagebuch geschlossen. Das ist die Wissenschaftskarte. Da müssen wir... Da muss ich mal mit gucken, wo das sein könnte. Das ist hier. Ja, das ist... Das ist hier. Da unten. Machen wir gleich. Wir gehen erstmal hier hoch. Ach cool, eine Quelle dürfte das sein, ne? Tag 60, wir erreichen einen imposanten Wasserfall. Es war ein atemberaubender Anblick. Das Wasser kühlt die Luft und sorgte für einen frischen Windhauch. So, Wasser auffüllen. Und einmal übernachten. Wunderbar. Ich wies die Gruppe an, einzuhalten, um uns eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Es war eine warme und sternklare Nacht. In dieser Nacht ereignete sich etwas Übernatürliches. Die Seelen verstorbener Ureinwohner traten an uns heran. Sie sagten uns, sie seien von unnatürlichen Bestien getötet worden, die in einer nahegelegenen Höhle hausten. Sollten wir die Monster töten, versprachen sie uns, dass wir einen nützlichen magischen Gegenstand von ihren Leichen bergen konnten. Da bin ich überhaupt kein Freund vom Kämpfen. Das hat bisher noch nie funktioniert hier bei mir. Ich lehne das mal ab. Ich könnte die Expedition einer solchen Gefahr nicht aussetzen. Die Geister schienen enttäuscht zu sein und verschwanden in der Dunkelheit. Gut, danke. Super. Das da oben sind wahrscheinlich die bösen, bösen Tiger. Oh, die kommen immer näher. Oh, hier Raptoren. Oh. Tag 65. Als wir uns für die Abreise bereit machten, vermissten wir bereits das friedliche Plätschern des herabfließenden Wassers. Dies war ein wahrlich schöner Ort. Jo, dann lass uns doch mal hier hingehen. Denn dort dürfte das hier sein. Und dann gucken wir danach mal nach der Schatzkarte, wo das sein könnte. Ach fuck, ich brauche eine Schaufel. Jetzt bräuchte ich eine Schaufel wahrscheinlich. Ah. Bisher hatte ja noch keiner eine Schaufel, ne?